und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und zum dritten Tag des BookTube Sommercamps. Ich freue mich sehr, Teil dieses Projektes zu sein. Wir haben uns mit ein paar BookTuber und BookTuberinnen zusammengeschlossen und wollen quasi jetzt in den Juliwochen, beziehungsweise das Ganze hat Freitag begonnen und geht dann noch 2 Wochen lang quasi, also dieses Wochenende und 2 volle Wochen, euch jeden Tag 2 Videos zum Thema Sommer und Bücher hochladen. Einfach, da sind sehr, sehr coole Ideen schon dabei. Ich freue mich auf viele der Videos. Eigentlich freue ich mich auf alle. Wie so eine Art Adventskalender, nur halt im Sommer sozusagen. Das gab es wohl auch schon letztes Jahr und ich glaube davor das Jahr auch schon. Und wie gesagt, ich freue mich, dass ich jetzt heute mit dabei sein darf. Ich werde euch die Playlist zu den verschiedenen anderen Videos, die wird sich immer weiter füllen, einmal unten verlinken und auch hier müsste das sein. Ich mache das jetzt schon ein bisschen länger, aber trotzdem, ich vergesse immer, auf welcher Seite ich zeigen muss. Hier hinter dem i, dass die Playlist auch verlinken. Außerdem findet ihr in der Infobox auch noch das nächste Video, was als nächstes folgen wird und das, was heute Morgen schon online gekommen ist. Und zwar war heute Morgen Eva dran von Herz auf der Zunge und heute Nachmittag bin ich dran. Und morgen im Verlauf des Vormittags ist dann die liebe Jackie dran. Also da wisst ihr auch schon mal, welche 2 Mädels sozusagen vor mir und nach mir dran gewesen sind. Genau, ich habe mir überlegt, was könnte ich denn gutes, buchiges, sommerliches machen, worauf ich Lust hätte, was auch vielleicht viele interessiert und wovon ihr auch so ein bisschen einen Mehrwert vonnimmt. Und dann habe ich beschlossen, ich spreche jetzt einfach mal über ein Buch, was ich sehr gemocht habe. Und zwar, ihr habt es ja auch im Titel schon gesehen, geht es um Orangenträume von Manuela Inusa. Das ist der 2. Teil ihrer Californian Dreams, beziehungsweise hinten drin steht die kalifornischen Träume-Reihe, also je nachdem, ob man es Deutsch oder Englisch sagen möchte wahrscheinlich. Genau, von Manuela Inusa halt eben. Ich habe aus der Reihe auch schon Mandelglück gelesen und ich werde jetzt auch bald Erdbeerversprechen lesen. Also da gibt es einfach so verschiedene Bücher. Ich glaube, mittlerweile erschienen sind schon 4 Teile, geplant sind aber 6 oder 7. Also die Autorin schreibt da fleißig weiter an dieser Reihe und das ist halt der 2. Teil. Man kann die Teile alle unabhängig voneinander lesen, da es sich immer um andere Protagonisten handelt, beziehungsweise immer um ein anderes Setting auch so ein bisschen. Es geht, wie die Titel meistens schon vernehmen lassen, um irgendeine Form von Plantage oder ja, Farm oder so. Also zum Beispiel bei Orangenträume geht es um eine Orangenplantage und in Mandelglück ging es um eine Mandelfarm. Und so kann man sich das immer weiterleiten. Also ich vermute mal, dass es in Erdbeerversprechen um eine Erdbeerplantage geht sozusagen. Und dann halt immer die individuellen Geschichten der Leute, die dort leben. In diesem Buch, oder machen wir es anders, ich werde euch erst ein bisschen erklären, worum es in diesem Buch geht. Und danach werde ich euch kurz einblenden, einen kleinen Clip oder einen Zusammenschnitt. Das ist nämlich auch noch so ein bisschen was Besonderes an den Büchern von Manuela Inusa. Da gibt es vorne und hinten, beziehungsweise vorne gibt es immer 1, glaube ich, und hinten gibt es dann noch ein paar andere Rezepte. Dadurch, dass das Ganze ja meistens so mit diesen Lebensmitteln halt im Fokus stehend ist, vom Setting her, geht es in den Büchern auch häufig darum, dass halt die jeweiligen Produkte auch verarbeitet werden. Und in diesem Buch ist vorne ein Rezept für knusprige Schoko-Orangenkekse drin. Und die habe ich nachgebacken und ich werde euch, nachdem ich euch erzählt habe, worum es in der Geschichte geht, einblenden, wie ich die Kekse gebacken habe. Dann werden wir mal einen zusammen probieren und dann erzähle ich euch noch meine Meinung zum Buch. Ich meine, ihr habt jetzt ja schon erfahren, dass das Buch mir sehr, sehr gut gefallen hat. Genau, in dieser Geschichte geht es um Lucinda und, wie schon bereits erwähnt, ihre Orangenplantage. Lucinda und ihre 3 Freundinnen treffen sich, seitdem die halt erwachsen sind und immer woanders leben auf der Welt verstreut, einmal im Sommer, im Juli, für ihre Orangentage, so nennen die das. Da sind die dann ein ganzes Wochenende oder eine Woche? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, für ein Wochenende oder eine Woche ungefähr treffen die sich halt und die wollen dann zusammen, ja, sich wieder so ein bisschen ihre Freundschaft aufleben lassen, berichten, was bei denen sonst so passiert ist und einfach die Sonne genießen, das Leben auf der Orangenplantage genießen und man lernt dann alle so ein bisschen kennen. Hier hinten drauf steht, dass es hauptsächlich um
Lucinda geht. Ich finde aber, es geht zu großen Teilen oder sehr gleichberechtigt um diese vier Freundinnen. Also jede der vier Frauen hat ihre eigene kleine Geschichte und ihr eigenes kleines Päckchen zu tragen, um das es im Laufe der Geschichte gehen wird. Es gibt natürlich auch, oder was heißt natürlich, es gibt immer auch einen kleinen Liebespart, beziehungsweise dass halt jeder irgendwie, ja, die sind alle sehr unterschiedlich. Lucinda zum Beispiel lebt halt auf dieser Farm und bandelt mit Noah, einem attraktiven Lebensmittelhändler, so steht es hier hinten drauf, an. Oder eine ist zum Beispiel verheiratet und hat zwei Kinder und da spielt die Liebe natürlich auch eine Rolle. Und so hat einfach jede so ein bisschen ein anderes Leben, aber die lassen dann immer die alte Freundschaft innerhalb dieser vier Tage ja, auferwecken und man erlebt ganz viel zusammen und vor allen Dingen kommen auch so das ein oder andere Geheimnis zutage. Genau, das erstmal grob zur groben Beschreibung. Ich würde sagen, wir schauen uns mal kurz an, wie ich die Kekse gebacken habe. Davon erlebt man nämlich hier drin auch wirklich sehr, sehr viel. So, hier könnt ihr dann einmal sehen, welche Zutaten ich alles gebraucht habe. Also einmal das Buch natürlich, Orangen, Schokotropfen, Backpulver, Orangit, Zucker, Milch, Mehl, Butter und Vanillezucker. Genau, die genauen Mengenangaben, also wie viel, wovon jetzt hier im Rezept steht, das habe ich unten in der Infobox nochmal aufgeschrieben. Als erstes musste man die trockenen Zutaten vermischen, also Mehl, Zucker, Backpulver und das Vanillezucker. Und danach habe ich diesen Butterklotz so ein bisschen klein geschnitten. Also das war jetzt nicht mehr richtig kalt, nicht mehr richtig hart, sondern schon so ein bisschen weicher, aber halt auch noch nicht richtig weich, sage ich mal. Also schwierige Beschreibung. Naja, das Ganze wird dann auf jeden Fall mit dem Handrührgerät gut vermischt. Man muss so ein bisschen schütteln und gucken. Und später habe ich dann auch nochmal die Hände dazu genommen und dann auch die Schokoladentropfen darunter gerührt. Ich habe dann dieses Orangit probiert. Das schmeckte wahnsinnig eklig, also habe ich mich dazu entschlossen, das da lieber nicht reinzutun. Das sind anscheinend kandierte, ja, Orangenschalenstücke, keine Ahnung. Ich habe stattdessen dann, was man eh hätte gebraucht, ein bisschen mehr Orangenabrieb gemacht. Ich habe auch kein richtiges Abrieb, weil ich keine Reibe hatte, sondern halt so klein gehackt. Und das Ganze wurde dann so wie die Schokotropfen auch nochmal untergemengt und dann hat man so kleine Häufchen einfach gebildet, die dann im Backofen gebacken wurden. Ich habe auch ein bisschen größere Plätzchen gemacht, also meine sind jetzt nicht so klein. Man sollte eigentlich 50 Stück aus dem Rezept kriegen, dass man nicht so richtig kleine hat. Ich habe einfach ein bisschen größer gemacht. Ich hatte, glaube ich, am Ende dann zwei Backbleche ungefähr voll. Genau, das könnt ihr jetzt nochmal sehen. Das sind dann alle, die da rausgekommen sind. Ich habe die Hälfte ohne, also nur mit Schokolade gemacht und die andere Hälfte mit den Orangenabrieb gehäckselt quasi und ja, dann seid ihr auch schon fertig. So, ich habe jetzt meine Hochhaltehand das Buch schon gegen die Kekse getauscht. Wie gerade in dem Clip auch schon erwähnt, ich habe das Rezept ein bisschen abgewandelt. Also ich habe jetzt keine 50 kleinen Mini-Kekse gemacht. Also die sind wahrscheinlich so für beim Kaffee oder so dann gedacht. Ich wollte lieber ein bisschen größere und auch nicht so viele einzelne Bleche zum Abbacken haben. Und ich habe dieses Orangit. Wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen geschummelt, weil es jetzt gar nicht mehr so stark nach Orange schmeckt, aber ich habe das pur probiert und das schmeckte so komisch und bitter und irgendwie, ich weiß auch nicht, dass ich das lieber rausgelassen habe. Deswegen enthalten meine Schokokekse jetzt vom orangigen Part her nur den Schalenabrieb. Und genau, ich würde sagen, ich probiere es mal. Ich habe gestern, als sie warm waren, auch schon einen gegessen. Und warm hat es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schokoladig geschmeckt. Ich bin mal gespannt, ob jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr die Orange rauskommt. Also es riecht auf jeden Fall auch orangig. Ich probiere jetzt mal. Es ist immer ein bisschen schwierig vor der Kamera zu essen und zu reden. Also man schmeckt jetzt auf jeden Fall deutlicher das fruchtige Aroma mit raus. Also ich habe auch die Hälfte des Teiges ohne Orange gemacht, weil mein Freund halt keine Orangen mag. Und er wollte halt auch welche von den Keksen. Aber man schmeckt schon den Unterschied. Und wenn man das erste Mal so reinbeißt und dann den Geschmack hat, dann schmeckt das erst fruchtig. Nicht unbedingt direkt orangig, aber schon so zitrusfruchtmäßig. Und dann später keksig und jetzt so
Zum Schluss eher schokoladig. Also ich glaube, für Leute, die diese Schokolade-Fruchtkombi generell gerne mögen, das ist auf jeden Fall ein super Rezept. Ansonsten schmeckt es halt nach normalem Schokokeks. Genau, war cool, mal so ein Rezept aus einem Buch nachzubacken. Jetzt aber zu meiner Meinung. Mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde als erstes Manuelas Schreibstil oder Manuela Inusas Schreibstil. Ich finde es immer komisch, wenn man die Autoren mit Vornamen nennt, aber manchmal passiert mir das auch. Manuela Inusas Schreibstil ist einfach sehr besonders und sehr atmosphärisch und ich kann es euch wirklich als Buch für jetzt im Sommer empfehlen. Also man hat total das Gefühl, dass man selber da durch die Plantage schlendert und den Duft der Orangen irgendwie wahrnimmt. Und ich hatte auch damals, also ich habe das vor einem Jahr ungefähr gelesen im Sommer, schon große Lust, irgendwie auch was aus Orangen zu machen, weil halt auch ja, mit sehr viel Liebe zum Detail beschrieben wird. Lucinda macht zum Beispiel auch Orangenbonbons selber und so. Und das war einfach, also wirklich so farbenfroh und bunt, wie das Cover aussieht, so fand ich auch die Atmosphäre, die rübergekommen ist. Und der Schreibstil war einfach sehr locker, leicht zu lesen und mir hat der Aufbau der Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Anfangs hatte ich ein paar Bedenken, die ihr jetzt vielleicht auch habt, wenn ihr das hört, weil es halt wirklich um diese vier Geschichten geht. Also da werden vier Geschichten miteinander verwoben und es gibt auch noch einen kleinen Erzählstrang aus der Vergangenheit. Und ich dachte, wenn jetzt jede Freundin so ihr eigenes kleines Problem hat, wie kann man das gut miteinander ja, verbinden? Zumal sie am Anfang auch alle noch so ein bisschen den fröhlichen Schein wahren wollten und nicht ganz ehrlich zueinander waren. Aber Manuela Inusa hat das echt perfekt verbunden und abgewogen. Also ich fand, dass da wirklich eine sehr, sehr gute Balance zwischen den einzelnen Erzählsträngen war und am Ende auch viele Verbindungen aufgelöst wurden und wirklich gut aufgelöst wurden. Also das Ende hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Es gab auch noch ein bisschen Spannung zum Ende hin, aber dann wurde auch wirklich nochmal, also es ging ja auch um Liebesgeschichten, aber es war auch sehr, sehr viel auf die Freundschaft und den Zusammenhalt der Einzelnen untereinander gedacht und ausgelegt und das hat man wirklich auch gespürt. Was ich auch noch cool fand, ist, dass man jeweils auch aus verschiedenen Perspektiven liest. Also auch wenn die vier untereinander vielleicht nicht ganz ehrlich zueinander waren, wussten wir als Leser teilweise schon, was eigentlich Sache ist. Manchmal nicht, manchmal wurde uns das auch nicht gesagt oder nur so brotkrümelhaft immer mal wieder zugeworfen, aber viele Dinge wussten wir quasi auch schon und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass man so innerlich so einen Zwiespalt hatte zwischen, oh, ich kann einerseits verstehen, wie sie handelt, weil das, was sie jetzt irgendwie widerfahren ist oder so, ist nicht so leicht, darüber zu sprechen. Und andererseits so, oh, ihr redet aneinander vorbei, wenn ihr euch jetzt vertrauen würdet und ehrlich seid, dann ja, würdet ihr gemeinsam die Probleme lösen können. Und ich denke, das ist auch nicht zu viel verraten, wenn ich das sage. Am Ende sind sie natürlich ehrlich zueinander und finden dann gemeinsam ganz gute Lösungen für ihre Probleme. Und ja, ich kann nicht mehr dazu sagen, außer dass es mir wahnsinnig gut gefällt und auch den anderen Teil, den ich schon gelesen habe. Und ich möchte auf jeden Fall mehr von Manuela Inusa lesen, weil wirklich die Art und Weise, wie sie Geschichten erzählt und aufbaut und miteinander verknüpft und dann auch zu einem wirklich guten Ende bringt, hat mich sehr beeindruckt. Genau. Viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, ohne natürlich zu viel zu verraten. Ich möchte euch ja nicht jetzt die einzelnen Geheimnisse oder so verraten. Wobei, was man vielleicht noch sagen kann, hinten drauf, was auch noch eine große Sache ist, dass die Farm gerettet werden muss. Das steht auch hinten auf dem Klappentext drauf. Also, dass die Farm kaum noch Gewinn macht und Lucinda kurz vor der Pleite steht. Also, das ist auch noch mit eines der Hauptthemen oder ja, eines der Themen, was in dem Buch behandelt wird, wo die vier dann auch zusammen echt gute Lösungen finden und das alles gut verbinden. Und ja, so unterschiedlich wie die sind, so verbindend und so verbunden haben die sich für mich trotzdem angefühlt. Das hat auch nochmal der Erzählstrang aus der Vergangenheit klar gemacht, weil da wurde halt nochmal beschrieben oder da haben wir Geschehnisse mitbekommen, wo die vier halt noch jugendliche beste Freundinnen waren. Und das hat auch nochmal so sehr den Zusammenhalt und den Wert der Freundschaft widergespiegelt. Also alles in allem echt ein rundum gelungenes Buch. Die Atmosphäre war der Hammer. Der Schreibstil war wirklich flüssig und auch echt gut zu lesen. Die Art, wie die Geschichte aufgebaut war, die Charaktere waren sehr liebenswert und auch sehr ja, einzigartig auf ihre eigene spezielle Art. Und einfach nur eine große Empfehlung. Und ich kann
auch das Keksrezept sehr empfehlen. Also ich finde es immer ganz cool, wenn, das müssen Bücher natürlich nicht haben, aber wenn Bücher noch so einen kleinen Gimmick haben, wenn es in den Geschichten halt auch um die Verarbeitung oder so von Lebensmitteln geht, wenn man dann auch so ein, zwei kleine Rezepte bekommt. Und genau, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal was aus Büchern nachgebacken oder gekocht habt. Das gibt es ja doch häufiger mal bei so Frauenromanen, nenne ich sie jetzt mal, dass dann noch hinten ein paar Rezepte oder irgendwie sowas drinstehen. Und natürlich, wenn ihr das Buch gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Ansonsten, wie gesagt, nochmal in der Infobox findet ihr alles Weitere zu diesem Sommercamp, dass ihr auch die anderen Videos ansehen könnt und dass ihr kein Video davon verpasst. Ich werde mir auch alle nach und nach immer anschauen und ganz, ja, ich freue mich auf ganz viele buchige Sommerempfehlungen und ja, freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Tschüss!